Hallo, sehr geehrte Zuschauer. Ich tue jetzt auf dem Livestream machen jetzt über meine Kamera. Neun. Ja, steht bei mir in der Packung. Mir ist kein Stativ, aber das macht auch dir den Gimbal, ja, was da eingebaut ist. Hier mein alter Computer. Hier steht mein alten DVD-Kamera. Jetzt macht die Kamera etwas bessere Qualität. Meine Festplatte wird jetzt richtig voll sein. Irgendwann mal. Ich nehme jetzt auch aufs Stereo. Hier ist meine Capture-Karte. Da habe ich jetzt meine Kamera eingeschlossen. Und funktioniert. Vielleicht kaufe ich mir noch eine wegen. Falls ich mal an den Laptop dann einschließe, ne? Ich habe ja gehört, bald kommt ja Windows 10 2004. Bald ist der Container auch nicht mehr da. Irgendwann kaufe ich mir noch ein anderes Stativ. Den großen habe ich ja ab. Den kleineren habe ich ja nicht. Mit kleineren, was ich jetzt habe, funktioniert nicht so richtig. Ja, kann jemand euch zeigen wegen den Neuerungen. Wenn. Das kann ich abschließend zum Update sagen. Es ist wirklich klein, es sind nicht viele Neuerungen. Es gibt kaum Gründe, sich auf das Update zu freuen diesmal. Es ist wirklich das kleinste Windows-Update, was wir jetzt bis jetzt hatten, obwohl die Entwicklungszeit sogar einer der längsten war. Viel wurde in Fehlerbehebung und Leistungsoptimierung und Sachen, die man nicht sieht, investiert. Das Energiesparmodus an. Und die Suche in die Zone ist pausiert. Praktisch entfällt dadurch auch gleichzeitig die Übersicht, die ja Cortana-Typ und kann sie trotzdem im Notfall weiterführen. Ist sie aktuell nur im US-sprachigen Raum verfügbar. Wer Cortana zwischendurch genutzt hat, beispielsweise um Spotify-Musik zu steuern, wurde aber wahrscheinlich auch eingestellt. Sie wurde stark kastriert.
Der sollte nicht updaten, denn der hat wirklich keine Chance, Cortana mehr zu nutzen. Aber jetzt kommen wir mal zu erfreulicheren Nachrichten. Und zwar ist Cortana keine System-App mehr. Das bedeutet, theoretisch könnt ihr sie deinstallieren. Praktisch allerdings nicht. Wenn ich nämlich hier unter Apps klicke, wie ist Cortana jetzt zum ersten Mal gelistet, der Deinstallieren-Button ist allerdings ausgegraut. Allerdings kann ich ihr schon mal hier Mikrofon- und Hintergrundrechte entziehen. Und ich kann sie sogar beenden. Zack, und weg ist sie. Außerdem, weil sie jetzt eine App ist, aber keine Systemkomponente mehr, kann ich das Fenster einfach verschieben und größer und kleiner ziehen. Ebenfalls ist sie jetzt in der App-Liste vorzufinden. Zack. Das heißt, ich muss sie eigentlich hier unten nicht auf der Taskleiste haben. Habe ein Symbol weniger und kann sie trotzdem im Notfall weiterhin von hier erreichen. Werfen wir allerdings trotzdem mal aus Interesse einen Blick auf die neue Cortana. Denn die Benutzeroberfläche wurde vollständig überarbeitet. Diese setzt jetzt auf Chat-Sprechblasen, wodurch man Konversationen mit Cortana führen könnte. So. Zudem lässt sich jetzt eine Textnachricht an Cortana schicken. Im Endeffekt tippe ich dann einfach das, was ich von Cortana möchte. Dann wird es so wie in einem WhatsApp-Chat beispielsweise oder Telegram-Chat.